ne Menge Fantasie. Hallihallöchen, Leutchen, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Sims 4. Ich bin immer noch Yumika und ich habe mich fett in die Zunge geschnitten. Ja, also, wollte ich nur sagen, falls mein Kommentarstil irgendwie lispelig sein sollte oder manchmal so ein bisschen komisch, so, also komisch ist er immer, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das könnte daran liegen, weil ich mir aus Versehen in die Zunge geschnitten habe. Und bevor ihr fragt, wie kann man so blöd sein und sich in die Zunge schneiden, ja, das ist, liegt daran, dass ich nicht mit einem Messer oder so geschnitten habe, sondern mit meinen gottverdammten eigenen Zähnen habe ich mir die Zunge anscheinend aufgeschnitten. Und das fühlt sich nicht so gut an. Ich habe jetzt unter der Zunge ein fettes Loch und das tut weh. Also war zuerst ein Schnitt, aber es scheint größer zu werden. Vielleicht sollte ich zum Zahnarzt. Aber auch nur vielleicht. Vielleicht, glaube ich, reicht aus in dem Fall. So, also ich glaube, die sind alle schon wieder total verbuggt. Das kann ja nicht sein. Der hat hier immer noch Schlafen im Aufgabenbereich drin. Egal. Bedürfnisse? Ist das der falsche? Okay. So, was haben wir hier? Der will auch eine Spülmaschine. Was? Er guckt doch gerade Fernsehen. Was, das muss man jetzt selbst einstellen. Das ist doch bescheuert. Über Liebesleben beschweren. Moment, ich will mal kurz etwas überprüfen. Wir haben nicht viel Geld, das weiß ich. Aber ich will nur mal kurz gucken, ob es das noch gibt. In Sims 3 gab es Haustelefone. Mich würde schon interessieren, ob es sie überhaupt noch gibt jetzt. Ich habe nämlich noch keins gesehen bis jetzt. Ein Haustelefon. Wo haben die meisten Leute denn ihr Haustelefon? Büro, würde ich sagen. Also von der Sims-Logik her dürfte es Büro sein. Aber ich glaube, die gibt es echt nicht mehr. Knallbonbon. Okay. Gummiaquarium. Krätengruft. Okay. Das ist aber nicht das, was ich jetzt eigentlich gesucht habe. Okay, Haustelefone gibt es wohl wirklich nicht mehr. Gemälde und Poster, ja, eher nicht. Innenaktivitäten, Hobbys und Fähigkeiten. Ja, guck mal an, was haben wir denn da alles? Das königliche Mikro. Okay. Ja, wir haben halt jetzt echt nicht viel Geld. Wir sollten da jetzt nicht zu viel ausgeben für. Ne, das lassen wir mal jetzt echt lieber. Draußen, was haben wir denn? Habe ich mir noch gar nicht so genau angeschaut. Ah, Pflanztöpfe. Guck mal einer an. Okay, wir kaufen uns erstmal den hier für 50. Und dann pflanzen wir hier irgendwas ein. Hier so neben der Mülltonne. So, Wanddeko. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier gerade mache. Es ist halt einfach zu teuer. Wir haben so gut wie gar kein Geld. Ich sollte das echt nicht machen. So. Wir könnten aber schauen, dass wir vielleicht irgendetwas Unwichtiges verkaufen könnten. Guck mal doch einfach mal, was wir denn da hier hätten, was wir nicht brauchen. Wir haben eine Badewanne und die Dusche, aber ich bin mir ziemlich sicher, dann werden sie rumheulen, dass sie eine Dusche wollen. Deswegen lassen wir das jetzt einfach mal. Wirkt nicht so, als wäre da hier irgendwas Entbehrliches da. Pflanzen könnte man verkaufen, aber nee, das muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ja, haben wir eigentlich nichts, was wir hergeben könnten. Das Einzige, was man auch mal machen könnten, ist vielleicht das hier so ein bisschen verschieben. Ist hier ein bisschen unpraktisch, finde ich.
Hier so vielleicht. So dürfte es eigentlich ganz gut gehen. So, okay, wir haben einfach viel zu wenig Geld. Wir können jetzt nichts kaufen. Wir können auch keine Deko kaufen, jetzt die einfach gar nicht so teuer wäre. Ne, bei das können wir kaufen. Wir haben ja nur 406 Simoleons. Aber was wir machen können, ist graben. Mal gucken, ob der Perverse mal hier wieder so ein paar Kiddies eingebuddelt hat. Dann kriegen wir vielleicht so ein bisschen Geld so vom Staat, so weil wir es gefunden haben. Und ihnen vielleicht sogar bei den Ermittlungen helfen. Wer weiß das schon? Ich weiß nur, dass ich jetzt den Nachbarn die ganzen Pflanzen klaue. Und hoffentlich etwas Wertvolles dabei finde. Oh ne. Na gut, komm vorbei. Irgendwer wird schon wach sein bis dahin. So. Okay, da hinten haben wir noch so ein Froschteil. Wir könnten auch mal schauen. Oh, okay, ist voll. Wo ist er denn, Michaela? Ach. Okay, Moment. Okay. Stellt er sich mal ihr vor. Warum ist sie wütend? Marcus. Ach so, weil er stinkt. Weil er stinkt, Alter. Alter, was der Bitch? Genau, die tritt uns die Mülltonne um und jetzt geht die da rein und zockt. Was denn das für eine Assi-Braut? Ich wusste es, die ist nur hinterm Geld her. War sie sauer, weil kein Geld da ist? Das erklärt einiges. Die ist nur angepisst, weil es kein Geld mehr da ist. Dass sie sich einverleiben könnte irgendwie. Wer das? Ist das eine von meiner Stellten? Nee. So. Wir nehmen das einfach jetzt mal alles mit und hoffen, dass da irgendwas Wertvolles bei ist. Wir brauchen unbedingt Geld. Unbedingt müssen wir irgendwie an Geld kommen. Hier sind auch noch Pilze. Die nehmen wir uns auch mit. So, wenn das ist, nehmen wir auch mit. Okay. Alter, warum immer dieser Sound? Warum, Spiel? Okay, da kann man nichts ernten. Da auch nicht. Und der Garten ist ziemlich ausgelutscht schon, ne? Da war ja der Alex das letzte Mal schon. Ach, guck mal. Schon wieder. Es sind schon wieder zwei. Also irgendwie ist dieser Spielstand sehr stark verbuggt, weil das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass die zweimal da ist. Ich habe das auch schon überprüft. Da ist kein zweiter Haushalt. Und der Klonhaushalt, der da war, also der war doppelt da, aber der ist halt nicht im Spiel eingefügt. Habe ich sogar gelöscht, damit das nicht mehr passieren kann. Aber das Spiel gibt da einen relativ großen Fick drauf, ne? So. So, da ist wieder der Klaus. Tuning-Teil, okay, krass. So. Müssen wir hier ein bisschen was sammeln. Den hier nehmen wir auch mit. Dann will ich sagen, lass mich vielleicht mal angeln. Okay, der arbeitet. Er ist der Einzige, der gerade arbeitet.
Okay, wir können das, kriegen das auch nicht mehr weg. Müssen wir nochmal duschen. Dann darf er essen. So. Oh. Okay, das ist natürlich nicht gut. Absolut gar nicht gut. Absolut nicht gut. Los, du schaffst es. Du schaffst es. Du wirst es doch in 2 Stunden bis nach Hause schaffen, oder? Komm schon. Das kriegst du hin. Ach Mist. Der duscht. Nicht gut. Mach mal schneller, du bist sauber genug. Raus da, ich muss aufs Klo. Klar. Klar, er pisst sich fast in die Hosen, macht sich erstmal einen Kaffee. Warum ist er so erschöpft? Es ist echt so schlimm, wenn ich den mal ein bisschen draußen rumrennen lasse. Peinlich berührt. Hä? Er hat ihn doch nicht mal gesehen. Was ist das für ein Käse? Ah. Huch, $800? Wofür denn? Ah, guck mal, wer da ist. Guck mal einer an, wer da ist. Befördert zu null im Programmieren. Ja, null im Programmieren. Ah, cool. Nicht schlecht. Okay, wie geht's denen? Komm. Der kann sich jetzt erstmal ein schönes Bad gönnen. Hoffen wir mal, dass er. Weiter geht's. Hoffen wir mal nur, dass er nicht einschläft da drin. Und er ist sehr müde, oder? Nee. Also dieser Bug nervt mich jetzt gerade schon ein bisschen. Aber die sind alle verbuggt. Das kann doch nicht sein. Guck mal, wie die alle stehen bleiben. Keiner von denen macht irgendwas. Wie kann es sein, dass das schon wieder stinkt? Das kann doch nicht sein. Ach so, das ist das Tablett. Arpanaya Bonengrabe. Just knowing. Wafatub Fibose. Jewel. Okay, jetzt ist der in der Arbeit. Also, das ist jetzt hier alles gerade echt komisch. Da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Ehrlich gesagt, kann ich es kaum erwarten, auf dem Computer das Spiel zu spielen, weil da ist auf jeden Fall schon mal die Steuerung besser, würde ich mal behaupten. Okay, der ist müde. Wie sieht es mit dir aus? Auch müde. Okay. Dann lassen wir die beiden lieber mal schlafen. Hat die Kochfähigkeit erhalten, obwohl er Koch ist. Alles klar. Inzwischen glaube ich irgendwie, Koch ist doch nicht ganz so passend. Soll ich vielleicht noch was anderes schauen? Der war nicht mal an? Warum?
Ah, hast recht. Kompletter Müll, der Radio. Kompletter Müll. Das gibt's doch nicht. Alles geht putt hier. Ja gut, können wir mal schauen. Vielleicht kann er den Radio auch reparieren. Mit alle Würstchen. Schon interessant, wie sich jeder hier absolut mit Technik auskennt. Huch. Andere konnten nette Lieferungen nicht empfangen, weil die Programme. Okay, das ist das, was wir letztens total verkackt hatten. Wir können alle in die Mangel nehmen oder einen neuen Ring gründen. Aber den gesamten Ring feuern wäre totaler Blödsinn, oder? So oder so, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob das dann leichter ist. Ach komm, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Schauen wir mal, was passiert. So. Ah. Guck mal an. Das Casting läuft gut. Alle haben die Musterüberfall-Choreografie schnell drauf und eine frei verfasste Antworten. Testet, recht bewegen, aber Anzahl an Tränen. Dann Ring zusammengestellt. Okay. Da steht jetzt aber nichts von Verbesserung oder Verschlechterung. Deswegen denke ich mal, ist das einfach die richtigere Antwort gewesen. Wie auch immer. So, okay, der zockt jetzt. Befördert werden? Wurde der nicht erst? Nee, wurde er nicht, okay. Beliebigen Radiosender zuhören. Na, das machen wir mal. Warum funktioniert das nicht? Willst du mich verarschen? Was wird das denn hier? Warum wurde es denn jetzt nicht erfüllt? Tja, klappt nicht, ne? Ich versteh's nicht. Keine Ahnung, was das hier werden soll. Das steht ja beliebig, also kann man sich aussuchen. Was? Ne. 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 Vergiss es. Ich wusste es. Die sind alle geil auf ihm. Die ganzen Perversen hier. Ich glaube, ich bin hier. Also die Familie Curtis, also die hat schon so ihr Ding, ne? Die sind alle so ein bisschen geil auf dem. Da sollte man aufpassen. Nicht, dass der andere auch noch geil wird. Da müssen wir echt vorsichtig sein. So, wie sieht's aus? Der hat doch Hunger, oder? Ja, Hunger hat er. Gut, der isst jetzt auch was. Finde ich auch interessant, dass sich jeder einen Kaffee gemacht hat, aber nicht getrunken hat. Finde ich äußerst interessant. Hä? Ist doch weiter. Das kannst du auch danach machen.
Da, trink Kaffee, der ist nur ein paar Stunden alt. Nur ein paar Stunden alt, das geht schon noch. So. Moment, jetzt gehen wir. Oh, falsche Taste. Passiert noch echt immer wieder. Na, guck mal an, wer da wach ist. Ja, schau mal. Du könntest die Toilette benutzen. Okay, ich guck mal kurz in die Spieloption. Es kann nicht sein, dass die so überhaupt nichts selber machen. Ich weiß, es gibt eine Option, dass man es einstellen kann. Aber das wäre Selbstständigkeit vollständig. Deaktivieren Sie des gewählten Haushaltsmitgliedes. Machen wir den mal an. Also damit macht der, den wir gerade ausgewählt haben, nichts mehr von selber. Finde ich jetzt eigentlich auch nicht so geil. Aber, na gut, dann machen wir den halt mal. So, das ist immer noch buggy hier unten. Ich werde vielleicht das Spiel nach der Folge mal neu starten. Und schauen, ob es dann klappt. Obwohl, wir haben eh unsere Zeit erreicht. Da kann ich ja einfach eigentlich jetzt gleich mal schnell neu starten, bevor ich es wieder vergesse. Ich hoffe, es bleibt dann genau an der Stelle hier stehen. Das wäre echt gütig. Jedenfalls würde ich sagen, das Video ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo, wenn es euch denn... Warum wiederhole ich das eigentlich? Ja, egal. Vergesst es nicht, mit eurer Oma zu teilen, um mir zu zeigen, was heutzutage so hip ist. Bis dahin, Tschüssikowski und goodbye. Charlie, du siehst traurig aus, deine Kulleraugen standen geradeaus. Die Welt ist viel schöner, als du denkst. Charlie, ist dein Leben schlecht, du bist depressiv, alles ungerecht. Ich hab einen Plan, der dir nun hilft. Hör mir nun gut zu.